Engel, Hiobs Botschaft, Traumsaat, Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 12. Denn er verwundet und er verbindet. Er schlägt, doch seine Hände heilen auch. Hiob, Kapitel 5, Vers 18. Erschöpft stellte Irene das letzte Bündel frisch geschnittener, grüner Reisgarben unter dem Schindeldach der großen Trockenhalle ab. Eigentlich lag ihr Aufgabenbereich auf dem Gutshof selbst und sie arbeitete normalerweise nicht auf den Feldern, aber weil das Wetter an diesem Tag einigermaßen trocken war, mussten alle bei der Reisernte mithelfen. Alles hatte reibungslos geklappt und schon kurz nach Mittag waren alle Reifenfelder abgeerntet. Jetzt musste der Reis nur noch auf den straff gespannten Netzen der Trockenhalle ausgebreitet werden, damit er nicht faulte und bald gedroschen werden konnte. Richelieu, der Gutsherr, überwachte alle Arbeitsschritte höchstpersönlich. Irene hatte bereits in den ersten Wochen nach ihrer Ankunft auf dem Hof festgestellt, dass sie ihn nicht mochte. Aber er war der Erste gewesen, der ihr, ihrem Sohn und ihrer Mutter langfristig Arbeit und Unterkunft geben konnte. Also hatte sie sich widerstrebend entschlossen, für Richelieu als Magd zu arbeiten und war mit Marie und Dominik in eine kleine Kammer im Gesindehaus gezogen. Es war jetzt über 3 Monate her, dass sie auf Wittgensteins Rat Valencas verlassen hatten. Und nach 4 Wochen auf der Straße war es einfach Zeit geworden, wieder einmal ein festes Dach über dem Kopf zu haben. Außerdem hatten sie ihre Mana fast aufgebraucht. »Hey, Irene, steh da nicht so herum«, rief Richelieu herrisch zu ihr herüber. »Fürs Trocknen haben wir genug Leute. Geh wieder an deine Arbeit.« Hastig streifte Irene den breiten Strohhut ab und gab ihm den alten Feldarbeiter zurück, der ihn ihr geliehen hatte. Dann eilte sie hinüber in den Kuhstall. Es war ihr Glück gewesen, dass sie sich mit dem Melken und der Haltung von Kühen auskannte. Denn als sie bei Richelieu nach Arbeit gefragt hatte, war dieser gerade auf der Suche nach einem Stallknecht gewesen. Und trotz des stinkenden Kuhmists war ihr die Arbeit lieber, als bei jedem Wetter in den schlammigen Reisfeldern stehen zu müssen. Gut, dass die Ernte so schnell vorbeigegangen war. So blieb ihr jetzt noch fast der ganze Nachmittag, um die Arbeit im Stall zu verrichten. Wenn Dominik ihr ein wenig half, sollte sie in der Zeit das Wichtigste schaffen. Im Stall herrschte ein stickiges Halbdunkel und Irene öffnete erst einmal alle Fenster und Türen, um etwas frische Luft hereinzulassen. Sie hatte die Kühe am Morgen nicht gemolken, sondern sie vor der Reisernte nur eben schnell auf die Weide getrieben. Sicher waren die Tiere schon ganz unruhig, weil sich noch niemand um sie gekümmert hatte. Aber zuerst musste der Stall ausgemistet werden. Irene trat wieder auf den Hof hinaus und sah sich nach Dominik um. Sicher war der Junge wieder bei Marie. Ihre Mutter hatte sich als Köchin für die Mägde und Knechte nützlich machen können und Dominik verbrachte seine Zeit am liebsten bei ihr in der Gaulsküche. Irene ging über den weitläufigen Hof zur Küche hinüber und steckte den Kopf durch ein offenes Fenster des flachen Steingebäudes. »Ist Dominik hier?«, fragte sie laut. »Ich habe ihn in den Garten geschickt«, antwortete Marie und trat zu ihr ans Fenster. Sie rührte gerade in einer großen Steingutsschüssel den Teig für Reispfannkuchen an. »Er müsste aber bald wieder zurück sein. Ist die Ernte schon eingebracht?« »Ja, für heute schon«, nickte Irene. »Zum Glück ging alles sehr schnell. Schickst du den Jungen zu den Kühen hinaus, wenn er wiederkommt? Er soll sie zum Melken in den Stall treiben.« »Gut, ich werde es ihm sagen.« Irene lächelte ihrer Mutter noch einmal zu und ging dann zum Kuhstall zurück. Alles in allem ging es ihnen hier gar nicht so schlecht. Sicher, sie wollte nicht für immer hier bleiben, aber bis sie sich überlegt hatte, wohin sie gehen konnten, waren sie hier ganz gut aufgehoben. Sie hatte gerade die letzte Karre Mist weggebracht, als sie das laute Scheppern der Kuhglocken den Hang hinaufklingen hörte. Kurz darauf waren schon die ersten Kühe zu sehen und dann tauchte auch Dominik auf. Aufgeregt lief der Junge hinter den Kühen her und trieb sie zur Eile an.
Sei nicht so zappelig, rief sie ihm entgegen. Du machst die Tiere ja ganz nervös, Dominik. Das kann ich nicht gebrauchen, wenn ich sie melken will. Aber Dominik beachtete ihre Worte nicht, sondern kam aufgeregt auf sie zugelaufen. Mutter, Mutter, die Engel sind da. Châtellerault bestand aus ein paar Häusern, die sich am Flussufer um eine Kapelle drängten, und einem großen Gutshof, der etwas abseits der Straße lag. Ariel hatte den Wagenzug auf dem Dorfplatz anhalten lassen und stand jetzt mit Raxal, dem ersten Amatura der Templer, vor der Kapelle. Noch bevor sie an die verwitterte Holztür klopfen konnte, öffnete sie sich von selbst und ein schmächtiger, alter Monarch steckte den Kopf heraus. »Wir suchen das Feldlazarett«, stieß Ariel ungeduldig hervor. Der greise Monarch nickte. »Auch euch einen gesegneten Tag, Michaelitin.« Trotz ihres Ärgers bemerkte Ariel, wie unhöflich sie zu dem Mann gewesen war. Mit geschürzten Lippen trat sie einen Schritt zurück und überließ dem hochgewachsenen Amatura das Reden. »Einen gesegneten Tag dir, Pater. Wir kommen aus dem Heerlager bei Chinon und haben verwundete Engel bei uns. Unser Befehl lautet, im Feldnazarett von Châtellerault Quartier zu nehmen und dort bis zur Genesung der Verwundeten zu bleiben.« Wieder nickte der greise Monarch und trat jetzt ganz zu ihnen heraus. Einst musste er ein hochgewachsener Mann gewesen sein, aber jetzt krümmte sich sein Rücken unter der Last der Jahre so sehr, dass Ariel ihm in die trüben Augen sehen konnte, ohne den Blick zu heben. Aus den Falten seines Gesichts blinzelten sie ihr freundlich entgegen. »Vor 2 Wochen war ein Bote hier, ein Urielit namens Ismael«, erklärte er ihnen. »Er sagte mir, es stünde eine große Schlacht bevor und es würden Raphaeliten kommen, um hier ein Lazarett einzurichten. Seitdem sind jedoch weder Engel noch Beginen oder Monarchen hergekommen. Ich weiß nicht, was man euch gesagt hat, aber es gibt kein Feldlazarett in Châtellerault.« Ariel sah, dass der verblüffte Amatura darauf nichts zu sagen wusste und wandte sich wieder selbst an den alten Monarchen. »Wir werden heute Nacht hier unser Lager aufschlagen und bis morgen entscheiden, was zu tun ist. Kannst du uns deine Kapelle zur Verfügung stellen, Pater?« »Die Boten des Herrn sind in Châtellerault immer willkommen«, sagte der Alte und deutete eine Verbeugung an. Ariel kehrte zu den Wagen zurück und rief ihre Schar zu sich. Nachdem auch Daniel von seinem Erkundungsflug wiedergekehrt war und bestätigte, dass es in der Umgebung des Dorfes weit und breit keine Anzeichen für einen Feldlazarett gab, wandte sie sich schließlich an Rahel. »Können wir mit unseren Mitteln hier selbst ein Lazarett einrichten?« »Da wir nur die Verwundeten zu versorgen haben, die wir selbst mitgebracht haben, sollten wir mit dem Material, das wir geladen haben, einige Zeit auskommen. Allerdings haben wir keine Zelte dabei. Und die Wagen sind auf Dauer für die Unterbringung der Verletzten ungeeignet.« »Was ist mit dem Dorf?« warf Adoniel ein. »Wir haben den Auftrag der Kirche und die Menschen hier müssen uns helfen. Können wir die Verwundeten nicht in einer Scheune unterbringen?« Rahel nickte dem Gabrieliten zu. »Das müsste zur Not gehen. Eine möglichst große Halle wäre am besten. Aber es gehen noch 2 bis 3 kleinere Gebäude. Ich fürchte, unser größtes Problem ist das heilkundige Personal. Außer mir haben wir nur noch einen weiteren Raphaeliten. Dazu kommen noch 4 raphaelitische Beginen und 2 heilkundige Monarchen, auf die ich zurückgreifen kann. Für die notwendigste Pflege auf der Pfad hat das gerade so ausgereicht, aber für eine angemessene Behandlung? 20 verwundeter Engel? Ist das viel zu wenig. Nach Chinon zurück würden wir 2 oder 3 Tage brauchen, und wir sind mit gutem Grund von dort aufgebrochen. Wie weit ist das nächste Raphaelitenkloster von hier entfernt, Daniel?« »Soviel ich weiß, gibt es eins in Châtellerault.«
Dorthin bräuchten wir mindestens 4 Tage und wir wissen nicht, ob das Kloster nicht zerstört oder evakuiert wurde. Ariel nickte nachdenklich. Alles schien darauf hinzudeuten, dass sie ihr Glück hier versuchen mussten. Auch wenn wir keine Raphaeliten sind, wir können dir helfen, Rahel. Außerdem können wir uns im Dorf umhören und hier gibt es bestimmt ein paar Leute, deren Fähigkeiten wir uns zunutze machen können. Traust du dir zu, kurzfristig ein paar Hilfspfleger auszubilden? Rahel sah die Michaelitin einen Moment lang nachdenklich an. Dann verzog sich ihr Mund zu einem entschlossenen Lächeln. Ich denke schon. Rahel hatte sich angewöhnt, mehrmals in der Nacht nach Maloriel zu sehen. Sie wusste, dass sie sich nach den ohnehin kurzen Ruhephasen der letzten Tage eigentlich einmal die Zeit für eine längere, ungestörte Meditation hätte nehmen sollen. Aber das musste noch warten. Als sie in dieser Nacht, kurz nach Mitternacht, ans Lager des Rameliten trat, lag er mit weit aufgerissenen, glasigen Augen da. Hin und wieder wurde sein blasser Leib von leichten Krämpfen geschüttelt. Vorsichtig streckte sie die Hand aus, um seine fiebrige Stirn zu berühren. Doch kaum hatte sie ihre Fingerspitzen in sein Blickfeld bewegt, ergriff Maloriel plötzlich ihren Arm und umklammerte ihn hart. Dann begann er, mit flüsternder Stimme zu sprechen, ohne Rahel anzusehen. Ich kann mich an alles erinnern. Ich konnte mich nicht bewegen und ich hatte solche Angst. Sie haben mir Nadeln tief unter die Haut gestochen. Es hat gebrannt. So fürchterlich gebrannt. Rahel sah, wie ein dichtes Netz feiner Schweißtropfen auf seiner Stirn entstand. Mit sanfter Gewalt löste sie ihren Arm aus seiner Umklammerung und wischte eine glühende Stirn mit einem feuchten Tuch ab. Es ist vorbei, Maloriel. Du bist wieder bei deiner Schar. Du bist in Sicherheit. Die Monarchen und ich kümmern uns darum, dass du wieder gesund wirst. Die Monarchen, stöhnte er auf und bäumte sich auf. Sie waren es. Ich war allein, eingesperrt. Aber dann haben sie mich herausgeholt, an das helle Licht und mich mit ihren Nadeln gestochen. Entsetzt starrte mit Rahel Maloriel an. Wovon redete ihr Ramelit da? Sie wusste, dass sie ihn in diesem Zustand nicht fragen konnte. Aber ihre Hoffnung, er würde noch mehr sagen, wurde enttäuscht. Mit einem erschöpften Seufzer sank der verwundete Engel auf sein Lager zurück und fiel wieder in einen unruhigen, traumgeplagten Schlaf. Sie wusste nicht, was sie von seinen Worten halten sollte und verbrachte den Rest der Nacht grübelnd neben seinem Krankenlager. Doch Maloriel erwachte nicht wieder und als es Morgen wurde, riefen sie andere Pflichten. Nach einem kurzen Gespräch mit dem alten Monarchen, sein Name war Antion, hatte Ariel sie und Daniel zu dem großen Gutshof geschickt. Pater Antions Aufgaben zufolge befanden sich dort die größten Gebäude von Chateron. Tatsächlich konnten sie aus der Luft eine langgestreckte, vergleichsweise flache Halle zwischen den anderen Gebäuden des Gutshofes erkennen. Diese Scheune sieht ganz gut aus. Ich würde sie mir gern mal von innen ansehen. Daniel nickte und sie landeten auf dem Hof direkt neben der Halle. Kaum hatten ihre Füße den Boden berührt, schien es, als käme die ganze Arbeit auf dem Hof zum Erliegen. Von überall her kamen die Leute angerannt, hielten in einigen Metern Entfernung fast erschrocken inne und wichen dann an die nächste Wand zurück, um sie von dort aus verunsichert anzustarren. Rahel hatte zwar schon ein paar Mal erlebt, wie einfache Leute auf sie reagierten, aber so richtig daran gewöhnt hatte sie sich immer noch nicht. Daniel hingegen schien die Gaffer gar nicht zu bemerken und begann sogleich, die Fassade der Halle abzuschreiten. Rahel jedoch hatte das Gefühl, diesen Menschen eine Erklärung schuldig zu sein. Wir sind die Engel des Herrn, die Boten des Lichts. Fürchtet euch nicht, es soll euch nichts geschehen. Dann wies sie mit einer Hand auf das langgestreckte Gebäude in ihrem Rücken. Wir würden uns gerne eure Scheune ansehen. Sie merkte, dass sie mit ihren einfachen Worten ihr Publikum vollkommen in ihren Bann gezogen hatte. Wie gelähmt standen die Menschen da und Rahel fürchtete schon, sie könnten das Atmen vergessen.
Eine Antwort konnte sie jetzt wohl kaum erwarten. Sie wollte sich gerade der langgestreckten Halle zuwenden, als eine junge Frau aus einem der Ställe heraus auf sie zugelaufen kam. Sommersprossen überzogen ihr Gesicht und unter ihrem Kopftuch schaute eine Locke rotbraunes Haar hervor. Im selben Moment war Daniel wieder neben ihr und Rahel konnte seine Anspannung fast körperlich spüren. Die junge Frau jedoch beachtete ihn nicht und blieb einen Moment atemlos vor ihnen stehen. Rahel warf dem muskulösen Oreliten einen beschwichtigenden Blick zu und trat einen halben Schritt auf die junge Frau zu. »Willst du uns etwas sagen?«, fragte sie sanft. »Sprich nur, wir werden dir zuhören.« »Seid willkommen, Boten des Lichts, auf dem Gutshof des Herrn Richelieu. Wir danken euch für die Gnade eures Besuchs.« Ihre Stimme zitterte leicht, aber Rahel konnte nicht sagen, ob sie vielleicht einfach vom schnellen Laufen noch ein wenig außer Atem war. »Wir danken dir für deinen Willkommensgruß. Ich bin Rahel, und das ist mein Bruder Daniel. Würdest du uns einen Blick in eure Scheune da drüben werfen lassen?« Die Frau nickte und umrundete die beiden in respektvollem Abstand. »Ich heiße Irene«, sagte sie dann und öffnete mit einem Ruck das große Rolltor, das in die Halle führte. Rahel warf noch einen Blick zurück und sah, dass alle anderen Bewohner des Gutshofes immer noch wie angewurzelt dastanden. Diese Irene war wirklich eine äußerst mutige Frau. Oder vielmehr eine kluge, dachte Rahel lächelnd, denn sie stellte fest, dass sie die junge Frau mochte. Gerade als sie ins Halbdunkel der Halle treten wollte, ertönte hinter ihnen lautes Geschrei. Als sie überrascht herumfuhren, konnten sie sehen, wie ein großer, beleibter Mann ächzend über den Hof gerannt kam. »Was geht hier vor?«, polterte er und blieb abrupt stehen, als er die Engel aus dem Schatten des Tores treten sah. Ehe sonst jemand etwas sagen konnte, trat Irene vor und erklärte die Lage. »Dies sind Rahel und Daniel, zwei Engel des Herrn, Herr Richelieu. Sie sind gekommen, um deine Trockenhalle zu sehen.« Für einen Augenblick waren sie alle sprachlos. Rahel spürte, dass Daniel und der dicke, rotgesichtige Mann von Irenes forschen Worten genauso überrumpelt geworden waren wie sie. Es dauerte noch einen Moment, bis der Mann die Sprache wiedergefunden hatte. »Wieso wollen Sie meine Trockenhalle sehen?«, fragte er Irene mit dünner Stimme, aber sie zuckte nur die Achseln. »Rahel, Daniel, dies ist Herr Richelieu. Ihm gehört dieses Gut.« Rahel nickte Richelieu zu und trat wieder in die Trockenhalle zurück. »Irene hat recht. Wir sind hier, um diese Halle anzusehen. Vielleicht könnten ihr uns etwas darüber erläutern?« Aber Richelieu kam nicht dazu, denn es war wieder Irene, die Rahels Frage beantwortete. »Der Herr Richelieu hat diese Trockenhalle erst im letzten Jahr gebaut. Ihr wisst sicher, dass der Reis nach der Ernte sofort getrocknet werden muss, sonst verfault er. Und da es so oft regnet, braucht man dazu Trockenhallen wie diese.« Die Halle war etwa anderthalb Stockwerke hoch und hatte die Fläche einer mittleren Kirche. Ihre Wände bestanden aus einem einfachen Holzgerüst, dessen Zwischenräume mit Reispapier bespannt waren. Das ausladende Dach schien auszureichen, um Wind und Wetter abzuhalten. Im Inneren der Halle waren große Netze gespannt, in denen frische Reiskarben zum Trocknen hingen. Die Luft war relativ warm, aber frisch. Vorsichtig schlüpfte Rahel unter einem der Netze hindurch und sah sich noch einmal prüfend um. »Ich würde sagen, sie ist perfekt«, wandte sie sich an Daniel. Der Orelit nickte nur. »Perfekt wofür?«, keuchte Richelieu, der hinter ihnen in die Trockenhalle gestürmt kam. »Wir haben Verwundete bei uns«, erklärte ihm Rahel, »und wir werden hier ein Lazarett einrichten.« »Kommt nicht in Frage«, platzte Richelieu wütend heraus und hielt sich im nächsten Moment mit beiden Händen den Mund zu. »Ich meine, verehrte Engel, wollt ihr das wirklich tun? Es gibt doch viel geeignetere Gebäude aus Stein, drunten im Dorf, direkt bei der Kirche.« Daniel, der seit ihrer Ankunft kein Wort gesagt hatte, stand plötzlich mit halb gespreizten Flügeln vor dem fetten, zitternden Gutsherrn. »Du wagst es, dich den Anordnungen der angelitischen Kirche zu widersetzen, du Wurm? Das grenzt an Ketzerei. Weißt du, was das heißt?« Richelieu zuckte bei jedem Wort zusammen wie unter einem Schlag, und statt einer Antwort schlich er unter Daniels strengem Blick leise winselnd aus der Halle.
Das war doch keine Ketzerei, sagte Rahel leise, nachdem sie sicher war, dass Richelieu sie nicht mehr hören konnte. Das weiß ich doch auch, antwortete Daniel grinsend, aber dieser grässliche Kerl hat seine Lektion verdient. Rahel warf dem Ureliten noch einen teilenden Blick zu und drehte sich dann zu Irene um. Wir werden die Wagen mit den Verwundeten heraufbringen. Könntest du dafür sorgen, dass diese Netze abgenommen werden und die Halle geräumt wird, damit wir das Lazarett so schnell wie möglich einrichten können? Irene nickte und strahlte die Raphaelitin an. Offenbar gefiel es ihr sehr viel besser, von einem Engel Anweisungen zu erhalten, als von ihrem Dienstherren. Nachdem die Engel ihre Schwingen ausgebreitet hatten und in Richtung des Dorfes davongeflogen waren, rief Irene alle anwesenden Knechte und Mägde zusammen, um ihnen alles zu erklären. »Und der Alte lässt zu, dass sie seine schöne neue Trockenhalle in Beschlag nehmen?« fragte Millie, die bei Marie in der Küche arbeitete. »Er hat keine Wahl«, erklärte Irene. »Da könnte er sich ebenso gleich Gott widersetzen.« »Aber er hat sie angeschrien«, fragte einer der Stallburschen ungläubig. »Ja, und es hätte ihn fast den Kopf und den Kragen gekostet.« »Irene«, erklang da über den Hof die laute Stimme des fetten Gutsherren. »Irene!« Mit einem Augenrollen ließ Irene die anderen Dienstboten stehen und lief zum Haupthaus hinüber, wo Richelieu sich schwer an den hölzernen Türrahmen lehnte. »Was hast du ihnen erzählt?« fauchte er sie an. »Ich habe ihnen gar nichts erzählt. Die beiden wollten die Trockenhalle sehen, also habe ich sie ihnen gezeigt. Ich widerspreche doch keinem Engel.« Irene blickte bescheiden zu Boden und hoffte, der Gutsherr könnte nicht sehen, wie sehr sie sich ein Grinsen verkneifen musste. Richelieu wusste darauf nichts zu erwidern und stand nur einen Moment lang laut schnaufend da. »Was steht ihr denn noch hier rum?« schrie er dann. »Macht euch an die Arbeit und bringt den Reis in die alte Halle!« Dann wandte er sich um und verschwand im Haus.